Das ist schön. Ja, ich lade hier gerade nebenbei noch was hoch. Wie immer. Kanalaktualisierung. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ich verdiene damit keinen Cent Kohle, aber ich mache es trotzdem, weil es mir einfach Spaß macht. Da ist Merlin. Geben. So, was hat er denn? Hallöchen, du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ja. So, ja komm. Meine Güte, können die quatschen. Das ist das einzige Nachteil im Spiel, dass die quatschen können wie die Weltmeister. Fruchtbare Erde. Fruchtbare Erde ist wahrscheinlich hier unten. So. Und wo könnte denn die fruchtbare Erde sein? So. Hier ist nirgendwo fruchtbare Erde. Dann gehe ich mal hier runter, aber das nehme ich mit hier. Bananen und so weiter, die Trauben nehme ich auch mit. Wo könnte denn fruchtbare Erde sein? Gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Fruchtbare Erde. Ich gehe jetzt mal ins Menü rein. Vitalis Kristall aus den Vitalis Minen haben wir. Okay. Nehme ich das auch noch mit. Wieder ein Puzzlestück, mal gucken. Das sind so die alten schönen Puzzle hier. Dass die Schaufel nicht kaputt geht, wundert mich. So oft wie ich sie benutze. Nee. Fruchtbare Erde ist hier auch nicht. Ich gehe mal hoch, da wo die Mine ist. Eventuell könnte da die fruchtbare Erde sein. Ich habe so eine Vermutung, da das alles mit da oben zusammenhängt, denke ich mal, dass das auch alles da oben auffindbar ist. Je nach Gebiet dementsprechend. Nee. Aber ich kann ja auch mal meinen Truhen schauen. Ich kann ja da mal reingucken. Ob ich meinen Truhen einiges habe. Hier ist nur Kristall. Nee. Nee. Keine fruchtbare Erde da. Also muss ich graben. Gut, ein Vorteil hat es jetzt. Ich habe jetzt hier so ein bisschen. Also in der Neigung kann ich nicht graben.
Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein hier. Diese fruchtbare Erde ist echt schwierig. Da muss ich auf jeden Fall genug zu essen haben. Ja, wir machen aber mal so Richtung, ja, als wenn wir ein Feld bauen würden. Aber wo ist denn die fruchtbare Erde? Ich gehe jetzt mal auf Pause. So, ich habe irgendeine Lösung gesehen. Das heißt, ich werde jetzt verkaufen. Oder anders gesagt, Vitalis Kristallgestein. Da muss ich mal gucken. Das ist aber Lehm. Ich muss mal jetzt in mein Inventar gucken, was ist denn Vitalis Kristallgestein? Ist das das hier? Okay, es bleibt ja dann eh. Ich gehe jetzt mal in die Verkaufskiste, weil ich muss das Inventar werden. Weil das ist irgendwie so ein Nebenprodukt von der Ernte, habe ich gerade gelesen. Und ja. Das wird jetzt alles verkauft. Schade, dass er nicht mehr reinpasst. Und dafür habe ich ja die zweite Kiste. So. So, das auch. Nee, das ist ja so eine komische Scherbe. Die kommt da nicht rein, aber das wird verkauft. Und das lasse ich mal noch drin als Futterquelle. So, das kann jetzt hier rein. Und jetzt habe ich Platz nämlich zum Ernten, das ist das Wichtige. Weil ich muss jetzt, gut, dass ich geerntet habe, ja, hier angebaut habe. Weil jetzt heißt es erstmal ernten. Und aus dieser Ernte kann fruchtbare Erde als Nebenprodukt entstehen, habe ich gerade gelesen. Okay. So. Ich hoffe, aus dieser Menge kommt dann auch 10-mal fruchtbare Erde. Das wäre natürlich wunderbar. Mann! Ich gieße nochmal schön. Auch wenn ich das nicht brauche. So. Na, laufen. Okay, ich stelle mich mal jetzt in die Mitte. Na. Also, ich muss sagen, gestern beim Ernten konnte ich, beim Einpflanzen konnte ich viel gleichzeitig einsammeln, aber beim Ernten geht immer nur in eine Richtung. Das ist natürlich doof gemacht. Ich hoffe, das ändern die noch, weil das, dann, ja, dann könnte man eigentlich ordentlich Zeit sparen. Ja, endlich. So. Super. Zu spät mitbekommen, aber hat ja trotzdem geklappt. Einmal fruchtbare Erde haben wir ja schon, aber es fehlen natürlich noch 9 Stück.